Ich bin wieder hier bei diesem Reaktor. Hab ich jetzt die nächste Tür freigeschaltet? Ja, hab ich. Was geht und willkommen zurück zu Let's Play Cube 2. Bin ich jetzt hier irgendwie zurückplatziert worden? Das wäre... Ah, jetzt bin ich wieder hier, wo ich die Folge beendet habe. Wir sind jetzt schon im dritten Part angekommen. Bei dem wunderschönen Rätselspiel hier. Boah, das ist ja mal richtig nice. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, natürlich, dann könnt ihr doch gerne mal ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn das nächste Video online ist. Und das war jetzt auch dumm. Wobei, das war schlau. Ey, das war ja mal mega. Ja, genau. Und zeigt mir mit einer positiven Bewertung, wenn euch das Ganze gefällt. Wenn ich jetzt hier aber jumpe, fliege ich weg, das weiß ich, oder? Nee. Habe ich mir jetzt so überlegt und das war falsch. Dass ich nicht wegfliegen kann. Ja, es ist nämlich so stark, dass ich sonst wahrscheinlich weggeflogen wäre. Hier brauche ich wieder Jump. Ich glaube, meine Hand hat gepackt. Alter, ist das... Das ist Himmel, ne? Ach ja, wir sind ja diesmal gar nicht auf... wir sind ja diesmal auf der Erde, nicht im Weltall. Das hatte ich schon mal. War doch einfach. So. Ich muss bei manchen aber auch echt hart überlegen, muss ich dazu sagen. Ich sage immer, es ist einfach, aber so einfach ist das ja die ganze Zeit nicht. Wow, hat das jetzt was gebracht? Okay, das muss ich erstmal verstehen. Okay, ich habe gerade was entdeckt. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das denke. Ja. Und jetzt lass mich das Jump-Pad nehmen, um selber wegzukommen. Ah, scheiße, warte mal. Ja, das hier nehmen, ne? Ha. Ich bin schon mehr als Profi. Okay, das war jetzt nicht so, wie ich das gedacht habe.
Aber ich habe jetzt das Prinzip verstanden und ich glaube auch, genauso soll es gemacht werden. Das war ein bisschen zu früh, ne? Das war ein bisschen zu spät. So. Fahr rüber, dann kommen, wir gehen zum Fahrstuhl. Perfekt, genau so meine ich das doch. Nee. Okay. Nur dass das nicht anbleibt. Ah, warte mal. Haben wir doch. Okay. Ja, toll. Warte mal kurz. Ah, nee, da komme ich selber gar nicht hoch. Wie mache ich das? Oha! Das war nice. Das war tatsächlich nice. Aber auch gleichzeitig nicht, weil ich muss ja zuerst. Nee, das war schon. Wie kriege ich das hier jetzt gedrückt oder ist das auch auf Reaktion dann? Bestimmt wieder auf Reaktion. Ja, natürlich ist das auf Reaktion. Aber ich bin schon nicht schlecht. Emma, that cable is connected to a terminal. It seems to have sent some form of energy back to that reactor and unlocked the other doors in this room. I'm going to check it out and follow the other cables attached to the reactor. Let's see ich what's behind bin these wieder doors. Hier. Maybe you're onto something here, Millie. Report on any changes. Ich bin wieder hier bei diesem Reaktor. Ich habe jetzt die nächste Tür freigeschaltet. Ja, habe ich. Wunderschön. Aha. Ja, genau, gut, warte mal. Ach so. So.
Ja, toll. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, ob ich das hier noch erreiche. Aber ich hoffe es mal. Irgendwie komme ich kein Stück weiter, ne? Vielleicht durch hin und her laufen auch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, erreich doch das Blaue. Ich will jumpen. Das funktioniert so nicht. Aber ich muss doch selber da hoch. Wie soll man denn selber da hochkommen? Komm schon. Ich bin doch. Nee, man kommt echt nicht weiter. Da komme ich auch nicht hoch. Na, das war doch gut. Ich war fast da, komm schon. Es ist zu stark. Wow. Echte Sensation. Entweder ich muss die übelste Reaktionszeit haben. Was wahrscheinlich nicht die übelste Reaktionszeit gerade war. Ich komme auch schon gar nicht mehr vorwärts, habe ich das Gefühl. Das ist doch scheiße. Wie soll man das denn schaffen? Was ist denn hier genau das Ziel? Weil ich selber muss ja auch da hoch. Nein, jetzt habe ich. Ja, aber es reicht nicht mal aus, oder was? Es reicht nicht aus, um darüber zu fliegen. Dann muss es hier irgendwas anderes geben. Weil wofür soll denn bitte ein Block da oben hin? Das würde ja auch keinen Sinn machen, oder? Irgendwas übersehen oder verstehe ich irgendwas nicht? Irgendwas stimmt nicht, irgendwas sehe ich falsch. Irgendwas muss hier anders sein. Nein, also nochmal den Würfel dahin, weil ich glaube schon, dass der Würfel fliegen muss. Jetzt ist der Würfel da oben. Bringt da oben nicht viel, wa? Deswegen ja die Wand, damit er hier liegen bleibt, hier drauf. Damit der Wind anbleibt.
Aber mal angenommen, der Wind bleibt an, wie will denn ich selber mich da auch rüber boosten? Es macht keinen Sinn, der einzig logische Weg ist halt wirklich das, was ich gerade sagte, dass der Würfel da bleibt. Lol, warte mal. Oh mein Gott, das habe ich eben gar nicht gesehen, dran gedacht, so. Oh, sag mir das doch einer. Ich denk doch nicht immer so logisch. Oh. Okay, ja, verstehe. Stopp. Ich habe das Prinzip verstanden. Jetzt bin ich nämlich waschechter Profi geworden. Erst hier. So, kann losgehen. Nee. Das ist ja vollkommen die falsche Seite. Erst hier. So. Kann losgehen. Ha, System getribbelt. Ja. Er arbeitet oder hat er schon? Er hat schon. Die Tür ist jetzt grün. Dann welcome back. So. Haben wir das auch schon mal geschafft? Hat das jetzt einen Zugang zu einer weiteren Tür geöffnet oder noch nicht? Die Tür ist auf jeden Fall wieder rot. Doch, ich lass mich raten, ich weiß wo. Genau, die Tür ist nämlich jetzt offen. Aha. Ist ein Laufband. Es ist ein Laufband. Ein Laufband. Ich weiß, was zu tun ist. Was macht das? Achso, ja, ja. Sprung und Würfel. Okay. Ha. Wenn ich nicht ein Profi bin, dann weiß ich auch nicht.
Wofür? Ach, jetzt gibt's hier eine Treppe. Ja, toll. Okay, ich verstehe schon. Na. Okay, der Grund dafür, dass es jetzt eine Treppe gibt, muss einen Grund haben. Hier ist sicher nämlich nicht bis da oben hingekommen. Nein. Nochmal. Ja, falscher Block. Ja, nochmal kurz hier hoch. So, das kommt auf jeden Fall dann dahin. Aber erstmal muss das Orangene dahin rausfahren. Und jetzt nochmal der Würfel. Achso, einfach nur rausholen. Zack. Perfekt, da geht's nicht. Dann haben wir das auch schon mal. So, wie viele fehlen denn jetzt noch? Da ist grün. So. Das Kabel war im Weg. Jo. Okay. Okay, also ich habe eine Vermutung für das, was ich jetzt machen muss, aber... Nee, doch nicht. Okay, warte. Dahin halt einfach. Na, wie macht man das am besten? Ich würde sagen, ich habe da eine Idee. Noch besser. Ja, du kommst noch mal da raus und das Sprungding muss ja sowieso hin. Und dann fährst du rüber. Ist ja perfekt. Ha, das nenne ich doch mal Profi. Okay, so stark bin ich vielleicht jetzt dann doch nicht Profi. Die Wind. Genau.
So. Genau so sollte es doch auch sein. Und jetzt Jump, mach da und lösch diesen Würfel und geh hier rein. Genau so sollte das sein. So. Jetzt kommt der nächste. R2 to interact. Haben wir gemacht. Is that? I think whatever you're doing in there is having an effect on the greater structure. Let's hope it's a good thing. This reactor seems to be fully powered and is sending something back to that machine. I'm gonna check it out. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ah ja, die Maschine war ja hier unten, wo? Muss ich ja wieder mit dem Fahrstuhl fahren, der mich jetzt ja hoffentlich wieder nach oben bringt und nicht nach unten. Ja. So beautiful. So. Ah ja. I can tell this machine is powered by a third and another door connected to it has opened. How fascinating. Okay, Millie, I trust your judgment. Let's see if it actually works as you think when all thirds are powered. I'm on it. Ich habe erst eine Hälfte zum Interagieren gebracht und muss jetzt dadurch, ach du Heilige. Das kann ja was werden. Dann geht's wahrscheinlich wieder jetzt nach unten. Ja. Okay. Kapitel 6. Zerbrechliche Träume. Doch an dieser Stelle und diesem Kapitel würde ich einfach mal sagen, ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Und dann bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn das nächste Video online ist. Und zeigt mir mit einer positiven Bewertung, dass euch das Ganze gefällt. Und dann würde ich einfach mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, das Snipes-Team.